Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Ich möchte mich im Vorfeld für die Soundkulisse entschuldigen. Wir sind jetzt in meiner Ausstellung. Hinten ist die Werkstatt komplett belegt und unser Mikrofon, was ich normalerweise hier tragen würde, ist leider defekt. Deswegen müssen wir heute mit etwas Schall leben. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So, jetzt kommen wir aber zu einem Versuch. Ich möchte heute mit euch einen Versuch machen und ich denke, dass dieser Versuch den einen oder anderen umhauen wird, weil der Clou bei dem heutigen Video ist folgender. Gehen wir davon aus, ich bin absolut kein Schweißer, ich habe noch nie geschweißt, möchte jetzt aber richtig schön Stahl oder Edelstahl miteinander verschweißen. Plus, ich habe keine Ausrüstung, ich habe keinen Automatikhelm, kein gar nichts. Das Einzige, was ich habe, ist irgendeine Wick-Stromquelle, ein 0815 SR17 Wick-Brenner, plus ich habe eine, ich sag mal, interessante Düse obendrauf. Das ist alles, um so etwas zum Beispiel hinzubekommen. Von Anfang an sofort. Wir haben jetzt hier eine Außenecke und jetzt zeige ich dir, guck mal, sogar mit einer Wurzel, jetzt zeige ich dir, was dafür nötig ist. Und du wirst es nicht glauben. Pass auf. So, was ist jetzt hier passiert? Ich habe eine geschlossene Düse, die macht quasi, schirmt den ganzen Lichtbogen ab. Theoretisch bräuchte ich keinen Automatikhelm, keinen Schutz, aber man sieht schon in den Schlitz ein bisschen UV. Das heißt, wenn ich so etwas wieder mache, ist es vielleicht nicht verkehrt, doch vernünftige Kleidung anzuziehen, die keine UV-Strahlen durchlässt, plus vielleicht eine Schutzbrille oder einen Automatikhelm. Das rein vorsichtshalber. Dazu, das ist ein Versuch, das ist ein Experiment, das ist etwas Neues, was ich mit euch hier mache. Wie funktioniert das Ganze? Eigentlich funktioniert es genauso, als hätte ich hier eine normale Keramikdüse, mit dem kleinen Unterschied, dass die hier optimal für eine Außenecke eingestellt ist. Plus, ich könnte das Ganze auch so einsetzen für eine Innenecke. Plus, ich habe noch eine Düse, die könnte ich für eine Stoßnaht einsetzen. Sieht so aus. Jetzt stellst du dir die Frage, ja, derjenige, der jetzt damit arbeitet, muss doch sehr, sehr, sehr viel Erfahrung haben und sehen, was er tut. Nein, muss er nicht. Er muss nur wissen, dass er da unten mit dem Fuß, mit dem Fußtaster den Prozess startet. Plus, natürlich müssen die Einstellungen schon im Vorfeld stimmen. Das muss jemand vorher ausprobiert haben, eingestellt haben. Plus, er muss ein gewisses Gefühl haben, wie schnell er zieht. Wenn er das zwei, dreimal gemacht hat und genau weiß, so schnell kann ich ziehen, dann läuft das schon. Was er nicht machen muss, er muss nicht sehen, er muss das Schweißbad nicht sehen, er muss nicht den Abstand kontrollieren, plus wir haben hier eine Außenecke, er muss keinen Zusatz dazu geben. Wenn ich jetzt für eine Abdeckung oder im Apparatebau einen Behälter oder irgendetwas mache, zum Beispiel einen Kasten, wo eine Steuerung drin ist, dann ist das doch absolut in Ordnung. Das müsste ich noch nicht mal nachbearbeiten, höchstens die Anlauffarben entfernen
Und dann bin ich fertig und die Außenecke sieht doch top aus. Plus, ich hatte ja vorhin schon gesagt, da ist eine Wurzel. Das heißt, was ich damit sagen will, ist einfach, wenn ein unerfahrener Mensch so etwas machen will und überhaupt keine Ahnung vom Schweißen hat, könnte er das theoretisch machen, nur durch diese Düse. Und ich habe hier kein spezielles Gerät. Ich habe hier natürlich die Tetrix, womit ich sehr viele Möglichkeiten habe, um diesen Puls, Frequenz und alles einzustellen. Aber theoretisch könnte ich auch ein 0815 200 Euro Wickschweißgerät nehmen, so eine Kupferdüse, die kannst du kaufen, wir verlinken das auch. Und dann könnte ich das Ganze so schweißen. Ich finde das eigentlich super interessant. Wie ist das hier drinnen aufgebaut? Ich habe hier einen normalen SR17 Kopf. Hier steckt eine normale Brennerkappe drin. Brennerkappe kennen wir. Wolfram-Elektrode 2,4 Pink kennen wir auch. Eine Standard-Spannzange 2,4, auch alles Standard. Spannhülsengehäuse 2,4 und unser Isolierring. Das kennen wir alles, aber was wir bis jetzt noch nicht gekannt haben, ist das hier und diese beiden. Plus eine Einstelllehre. Die, die meinen Kanal schon länger verfolgt haben, werden jetzt sofort verstehen, wo habe ich das Ganze her. Ich habe das nämlich von einem Spotak-Brenner abgebaut. Der Spotak-Brenner sieht aus wie eine schwarze Pistole und da drauf sitzt so eine Düse und damit kannst du überall gleiche Hefter setzen, wenn du etwas vorbereitest und gerade abheften musst. Aber ich habe gedacht, warum nur heften? Man könnte doch theoretisch damit ja auch schweißen. Es gibt natürlich ein paar Punkte, die man beachten muss, wie die Geschwindigkeit, wie die Einstellung, aber es funktioniert, wie man sieht, und ich finde, es funktioniert sehr gut. Wir werden gleich unterschiedliche Qualitäten erzeugen. Da geht es nämlich darum, willst du jetzt eine richtig schöne Naht haben, dann bist du etwas langsam unterwegs. Willst du eine etwas gröbere, aber schnelle Naht haben, dann machst du die Einstellung vollermaßen und ziehst einfach ab. Aber ich finde, auch da, wenn man sich beeilt, kann sich das Ergebnis auch sehen lassen. Das war jetzt zum Beispiel ein Versuch, wo ich ganz schnell unterwegs war. Wurzel nicht da, aber für außen absolut in Ordnung. So, kommen wir jetzt aber zu unseren speziellen Verschleißteilen. Die sehen nämlich so aus. Ich habe innen eine Keramik, wo mein Gehäuse drin sitzt. So sieht sie aus. Außen habe ich quasi so eine Düse. Und diese Düse ist dafür da, damit ich mein Kupferaufsatz reinschrauben kann. Das ist doch ganz klar für eine Außenecke. Das ist ganz klar für eine Innenecke. Und das hier ist nochmal für Stoßnaht. So, die Theorie ist soweit klar. Damit jetzt das Ergebnis hier möglichst schön wird, habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt hingehen und einfach diese Punktfunktion nutzen, indem ich mit dem Fuß immer wieder drauf latsche, in einem gewissen Abstand und versetze den Brenner immer ein bisschen. Ja, einfach so nach Gefühl, wird auch schon gut aussehen. Vor allen Dingen die Anlauffarben werden da schön sein, auch schon bereits beim Stahl unligiert. Ja. Chromnickelstahl liegt da hinten, wird es vielleicht im zweiten Teil geben, vielleicht machen wir das gleich, müssen wir gleich schauen, wie wir mit der Zeit klarkommen. Dann kann ich hingehen, einen gewissen Automatikpuls einsetzen, wo die Maschine automatisch zu der Leistung eine Frequenz einstellt, das zeige ich euch gleich alles, und du einfach mit dem Brenner ziehen musst. Wie gesagt, die Frage ist da, willst du eher den Brenner langsam ziehen und möglichst gute Qualität erreichen oder möchtest du einfach ganz schnell durchziehen? Wenn du ganz schnell durchziehen willst, kannst du hier auch hochdrehen bis auf 160 Ampere, einen Standardpuls rein und dann bist du fertig. Für eine Außenecke, Innenecke oder wie gesagt Stoßnaht. So, das machen wir jetzt auch einmal, um euch die unterschiedlichsten Einstellungen vorzuführen. Die Einstellung nehme ich auch an der Tetrix vor. Diese Einstellung kannst du auf deine Maschine auch übernehmen. Das sind normale WIG-Parameter. Die kannst du auch genauso bei deiner Maschine einsetzen. So, das machen wir jetzt. Bauen wir erstmal zusammen. Und noch ein wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte. Weil wir den Abstand so genau einstellen mit dieser Lehre, hast du nie Probleme mit der Wolfram-Elektrode. Ich habe die heute einmal angeschliffen. Ich habe hier mehrere Übungsstücke schon gemacht und die sieht immer noch top aus. Wir sind natürlich jetzt noch nicht fertig,
So können wir nicht arbeiten, weil die guckt ja viel zu viel raus. Das heißt, ich würde ja natürlich hier kleben bleiben. So, wenn ich jetzt nach Gefühl einfach die Elektrode hineindrücke, ja, weil so, das könnte so passen, ja, ist natürlich die Gefahr, dass mein Abstand zu hoch ist und dass ich kein gutes Ergebnis habe, Schweißergebnis, weil er einfach das Schmelzbad nicht vernünftig bildet oder dass die einfach zu nah ist und ich dann kleben bleibe. Deswegen gibt es dieses Teil und hier ist eine Zeichnung für Außenecke und das könnte ich jetzt optimal einstellen. So, die ist locker. Ja, ganz locker will ich sie nicht haben. Ich möchte schon, dass die ein bisschen so einen gewissen Halt hat, dass ich die noch fixieren kann. Jetzt nehme ich quasi meine Leere und drücke sie so weit rein, wie ich sie brauche. So, jetzt kann ich hingehen und vorne, also quasi hinten mit der Kappe das Ganze fixieren. Ich überprüfe nochmal. So sieht das Ganze jetzt drinnen aus. Ganz weit drin. Ich habe leider kein 1 mm Bleche da, aber das kannst du genauso mit 1 mm Blech machen. Machen eine Außenecke. Genau, und jetzt wäre wichtig, dass man einmal hier vorne auf die Maschine schaut. Ich drehe sie einmal zu euch. Ich verwende jetzt unterschiedliche Jobs, die ich mir voreingestellt habe. Und mein Job zum Heften ist eigentlich ganz einfach. Job Nummer 0. Und was sagt uns Job Nummer 0? Bei 2 mm Stahl, er sagt, du hast 90 Ampere, du hast keinen Anstiegsstrom, du hast keinen Startstrom, keine Zeit, sondern die 90 Ampere kommen und die hören auch sofort auf, also auch keine Absenkzeit. Ja, das heißt starten, enden, solange ich auf dem Fußtaster das Signal gebe. 90 Ampere, DC-Modus, kein Puls, nichts, Zweitakt, solange ich mit dem Fuß drauf bleibe, solange fließen die 90 Ampere. So, ich baue mir meine Außenecke. Das Coole dabei ist natürlich, ich habe jetzt keinen Helm auf. Muss ich auch ehrlich sagen, ich empfehle dabei einen. Muss aber nicht. Dazu muss ich auch sagen, mach nicht jeden Blödsinn nach, den ich mache. Ja? Also das ist nur einfach nur, um mich abzusichern, dass ihr keinen Scheiß baut. So, jetzt setze ich den Dreier dahin und drücke einmal. Der zweite hinterher. Ich könnte jetzt nichts anderes machen und immer wieder, wie ich das angedeutet habe, Punkt für Punkt das Ganze machen, indem ich mir das Ganze hinstelle, wie ich das will. Setze mich bequem hin, nehme meinen Brenner. Übrigens, du musst sowas noch nicht mal kaufen. Du kannst ja sowas aus Kupfer auch selber machen, wenn du die Möglichkeit hast. Ja? Also das Prinzip ist ja jedem klar. Setze mich hin und mach einfach Punkt für Punkt. Ich muss mir natürlich merken, wo ich war, um den Abstand immer wieder zu gewährleisten. Ja? Natürlich ist dieser Vorgang recht mühselig, dauert zu lange. Deswegen verstellen wir jetzt die Einstellungen. Job 0 ist gelaufen, wir haben geheftet. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Versuch mit Job Nummer 1. Ich muss mich hier natürlich nochmal einstellen und ich sage einfach Job Nummer 1. Ich gehe hoch auf 90 Ampere, weil ich etwas schneller sein will.
Das war unser zweiter Versuch mit dem Job Nummer 1, den ich mir abgespeichert habe. Ich habe nämlich Folgendes gesagt: Pass mal auf, du hast jetzt 90 Ampere. Den ersten Puls machst du mit 90 Ampere 0,50 Sekunden lang, also eine halbe Sekunde. Und den zweiten machst du nur mit 10%, das heißt nur mit 9 Ampere. Der nächste Step. Und dann machst du das Ganze auch 0,50, damit ich Zeit habe, rüberzukommen. Ich denke, ich will jetzt mit der Leistung runtergehen und gucken, ob wir das Ergebnis verbessert bekommen. Hier war ich ein bisschen langsamer unterwegs, aber das gefällt mir schon besser. Es ist feinschuppiger plus, ja, die Wurzel ist auch besser. Ja, das ist schon so zu heiß. Gut, das heißt, wir bleiben dabei, wir erhöhen die Leistung, versuchen ein bisschen schneller zu fahren. Gucken, was passiert. Wird natürlich grob schuppiger und die Wurzel ist natürlich dadurch, erreichen wir eine bessere Wurzel. Aber ich denke, das muss ich euch nicht erklären. Es hängt davon ab, mit wie viel Leistung, wie schnell du schweißt. Dementsprechend passt du dich an. So. Also ich denke, in diesem Video hat man verstanden, worauf ich hinaus will. Es geht eigentlich darum, dass man in bestimmten Situationen gerne diese Spotter-Geschichten einsetzt, plus man könnte das Ganze zweckentfremden und so einsetzen und auch gewisse Schweißnähte erzeugen. Aber ich sage ja auch bedingt, weil es muss halt alles stimmen, die Geschwindigkeit muss stimmen. Und wenn da Abweichungen sind oder du nicht immer gleich bleiben bleibst, dann hast du dir schnell Lücken oder Fehler eingebaut. Ja? Also es ist für mich so ein 50-50-Ding, finde ich cool, von der Praxis einsetzbar. Muss man natürlich das richtig gut drauf haben. So, das war's von mir. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.